Schon vor Jahrtausenden gab es Ansätze, um Gleichberechtigung im alltäglichen Leben zu integrieren. Aber bis heute tun sich viele Menschen schwer damit. Ihren Nächsten so zu lieben wie sich selbst, ist für sehr viele eine riesige Herausforderung. Für viele stehen sie selbst an erster Stelle. Alle anderen sollen sich hinter ihnen einordnen. Es bilden sich wieder verschiedene Klassen aus. Die durchschnittlichen, normalen Weißen, die mit ihrem natürlich nicht gleichgeschlechtlichen Ehepartner ein kleines Haus haben, wo sie ihre drei Kinder aufziehen, und alle anderen. Und man bekommt teilweise das Gefühl, dass alle anderen langsam aber sicher in den Hintergrund gedrängt werden. Mit den Klassen hat sich auch die Angst ausgebildet. Angst, nicht dazuzugehören oder von anderen aufgrund von Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder Lebensstil ausgeschlossen zu werden. In Amerika verschärft sich die Situation immer weiter, weil die Menschen anstatt miteinander gegeneinander arbeiten. Menschen stufen die Wertigkeit von anderen aufgrund von Aussehen oder Orientierung von Anfang an herablassend hinab, ohne sich vorher mit diesen Menschen auseinandergesetzt zu haben oder ihnen eine faire Chance gegeben zu haben. Gott tut das nicht. Er behandelt Menschen nicht anders, weil sie äußerlich anders sind, denn auch äußerliche Andersartigkeit ist doch nur ein Zeichen von Individualität, oder? Und niemand möchte in einer Welt leben, in der alle Menschen gleich sind und niemand mehr eine spezifische Persönlichkeit hat. Gott hat uns extra so gemacht, wie wir sind. Egal wie wir aussehen, woran wir glauben und was wir unterstützen. Anstatt das Recht des Stärkeren auf Gedeih und Verderb durchsetzen zu wollen, ist es in schwierigen Zeiten wie im Moment doch am wichtigsten, sich auf die Nächstenliebe zu besinnen. Oder?